Meine lieben Roadtruckers da draußen, seid gegrüßt und wie immer herzlich willkommen zurück. Es geht weiter hier am Standort Grand Alaska. Hier haben wir beim letzten Mal unsere Folge beendet und wir wollen mal gucken, dass wir heute wieder weitermachen, denn es ist heute auch die letzte Folge der vierten Staffel. Da kann man mal wieder sehen, wie schnell die Zeit doch vergeht. Aber bevor wir jetzt gleich losfahren, will ich nochmal eben unter die Haube gucken. Denn ihr habt wieder Adleraugen gehabt. Ihr habt wieder gesehen, ja, die Temperatur war ein bisschen hoch. Aber ich muss die Handbremse anziehen. Habe ich vergessen. Ups. Sonst können wir da nicht dran rumfummeln. Warte mal eben. Mal eben gucken. Handbremse anziehen. So. Zack. Einmal hier. So. Kühlmittel. Leider nicht mehr ganz so viel, aber besser als nichts. Einmal eben Öl. Machen wir einen kleinen Tick drauf. So. Nicht ganz so viel. Luftfilter gucken wir uns auch an. Einmal das Übliche, ne? Unser täglich Brot. Einmal alles anschauen, reparieren, wenn möglich. Und dann läuft das. So, haben wir wieder ein bisschen Mechanikpunkte abgegriffen. Das ist doch schön. So. Und dann habe ich uns einen Standort ausgesucht. Ich wollte eigentlich einen längeren Auftrag machen, aber ich habe gesehen, da ist ein Auftrag, den ich noch nicht hatte. Ist zwar nur irgendwas mit Pappe oder so. Wir fahren da mal rüber. Gucken uns das Ganze mal an. Wie es denn so wird. So, wo ist hier der Ausgang, Ausfahrt. Achso, da vorne, ja, gut. Dann lass uns mal loscruisen. Ist auch nicht weit weg. Das scheint hier so eine Art Industriegebiet zu sein. Fahren wir hier einmal rechts rum. Zack. So, und dann möchte ich euch auf jeden Fall. Oh, guck mal hier, Tankstelle. Möchte ich euch auf jeden Fall bitten, mir am Ende dieser Folge, wenn ihr die denn zu Ende geschaut habt, einmal bitte eure Meinung in die Kommentare. Staffel 5, ja oder nein? Denn dann kann ich planen und mit euch dann weiter durch Alaska cruisen oder halt auch nicht. Ne? Da wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr das machen würdet. Und wir holen uns erstmal einen Kaffee. Ja, so früh am Morgen hier, obwohl es hier ist Mittag, ne? Bei mir ist gerade früh am Morgen, also privat hier zu Hause. Im Spiel ist gleich Mittag, macht aber nichts. Das stört uns mal gar nicht. So, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Kühlmittel geholt. Können wir das gleich wieder voll machen, aber wir fahren erstmal zum Standort, holen uns den Auftrag, bevor der weg ist. So. Einmal hier lang. Jawohl. So, ist auch nicht weit, ist gleich hier vorne. Auch eine sehr schöne Szenerie da hinten, ne? Wir hatten ja lange Winter. Aber jetzt ist wieder richtig gutes Wetter, hätte ich fast gesagt. Es ist zwar immer noch sehr kalt, aber gutes Wetter. So. Einmal hier. Okay, wo ist hier das Office? Mal schauen. Office, Office, Office. Gibt's hier nicht. Doch, da hinten. Vorbeigefahren. Na gut. So. Handbremse rein. Einmal aussteigen.
Dann quatschen wir den mal an, oder? Oder sie, je nachdem. Ja, ist eine sie, alles klar. Tachchen. Medizinische Vorräte. Boah, würde ich so gern machen, ne? Kann ich aber nicht. Weil wir die Lizenz nicht haben. Hier, allgemeine Güter, da. Das war das. Verpackung und Umverpackung. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ja, sieht aus wie Pappe. Kartons. Machen wir einfach. Wir werden die zwar nicht sehen, weil das ein geschlossener Dings ist. Aber ist egal. Machen wir trotzdem. Wir wissen ja alle, wie ein Karton aussieht, oder? Pappe ist Pappe. So. Und einmal. Zack. So, wieder raus. Trennen. Kurbeln. Zack. Wunderbar. Zuerst den grünen wieder. Ne? Machen wir ja immer so. Das ist ja meine Reihenfolge. Da wird sich auch nichts dran verändern. So. Rein damit. Sehr schön. So, und jetzt machen wir nochmal den Rest Kühlmittel drauf. Damit ich dann keinen Ärger von euch bekomme, dass ich da wieder nicht drauf geachtet habe, ne? So wie es ja ist mit mir. So, guck mal. Gibt noch mal ein bisschen Nachschlag an Mechanikpunkten. Ist auch gut. Und dann springen wir rein. Handbremse lösen. So. Und dann transportieren wir heute Verpackung und Umverpackung, welche wir nach Jubelt Haus und Bau bringen. Liefern, wie auch immer. Sehr schön. Und dann kommt jetzt noch der Vollständigkeit halber der Wettercheck. Wir haben um 13 Uhr in Alaska aktuell minus 2,0 Grad. Wesentlich wärmer als sonst, aber das liegt auch daran, dass wir jetzt aktuell im Frühling sind. Ne, ist ja klar. Da ist das halt nicht mehr ganz so kalt. So. Und wir haben noch 250 Meilen, 251 vor uns. Die werden wir jetzt ganz gemütlich. Ganz gemütlich dahin fahren. So. Dann sind wir wieder schön on the road, Freunde. So macht das Spaß. Heute Abend gibt es, also heute Abend am 11.11. gibt es wieder den Streamplan für die kommende Woche. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden morgen zu Release den Farming Simulator 25 spielen. Auch LS25 genannt. Der kommt ja morgen raus. Da seid ihr herzlich zu eingeladen, mit dabei zu sein im Livestream. Wenn ihr euch dafür interessiert, ich würde mich sehr freuen, euch da zu sehen. Können wir ein bisschen quatschen. Und ja, im Allgemeinen hier auch nochmal ein kleines bisschen Eigenwerbung. Wir haben ja auch einen Discord-Kanal, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr mal so ein bisschen schreiben wollt oder unserer kleinen, aber feinen Gemeinde beitreten wollt, kommt in den Discord, kostet nichts. Einfach draufklicken. Und dann seid ihr, wenn ihr die Discord-App habt, seid ihr mit dabei. Da gibt es dann auch hin und wieder Neuigkeiten zu kleinen Gewinnspielen, Giveaways, Veranstaltungen, wenn Onkel Matti irgendwo auf irgendeiner, wie soll ich sagen, Messe ist oder so. Ne, also nicht schüchtern sein. Kommt vorbei. Passt schon. So.
So, wie sieht's denn aktuell aus? Jo, da haben wir schon gleich die ersten 50 Meilen geschafft. Das ist super. Tanken werden wir heute nicht müssen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich eventuell die Kühlerabdeckung abmache. Müssen wir gleich mal gucken, wie sich das auswirkt. So. Das machen wir gleich, wenn wir da sind. Ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit verschwenden hier mit immer ein- und aussteigen und rumäumeln. Na, wir wissen ja, hin und wieder mal ein Baum auf der Straße kostet auch Zeit. Und es scheint ein bisschen zu regnen, oder? Wir haben ein bisschen Niesel auf der Scheibe. Ich mache mal den Scheinwischer an. So. Oder? Täuscht das? Nee, da ist gerade ein bisschen Niesel drauf. Nicht viel, aber. Ja, dann lassen wir den an. Passt schon, dann friert er uns wenigstens nicht fest, ne? So. Jawohl, da geht es gleich wieder ein bisschen bergauf. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass wir da zu schnell hochfahren und den Kollegen da hinten draufballern. So. Guck mal, wir fahren Richtung Glen Ellen. Bremsen. Jo. Und da sind wir schon da. Ja, hier müssen wir wieder ein bisschen langsamer fahren, ne? 25. Passt aber. Ist okay. Wir wollen hier ja auch niemanden überfahren. So. Was mich freut, ist, dass die Spiegel jetzt mal vernünftig aussehen, ne? Hatte ich zwar schon öfters mal gesagt, aber wenn man das mal vergleicht, wenn man sich mal die ersten Videos anguckt von der ersten Staffel oder damals auf dem PC, da habe ich ja auch eine Staffel gemacht, da sah das furchtbar aus. Und jetzt. Einfach nur schön. Freut mich, dass sie das gemacht haben. Es gibt sicherlich noch das ein oder andere, was ich verbessern würde. Ne? Wir haben da ja auch schon oft drüber gesprochen. Aber das Spiel macht trotzdem Spaß. Jawohl. Guck mal, 120 Meilen, wir fahren Richtung Norden. Sehr schön.
Achtung. Jo, passt. Schöne Strecke bisher, also ich kann mich nicht beklagen. Es macht richtig, richtig Laune, hier lang zu pesen. Und da sind wir. Was ist das hier? Ah, bald im Pexen. Okay. Verstehe. Ist klar. Und dann einmal hier lang. So, ich glaube, Scheibenwischer können wir ausmachen erstmal, oder? Ja. So, und dann hier schön durch die Baustelle durch. So. Jawohl. Und endlich wieder festen Untergrund unter den Reifen. Jetzt können wir auch ein bisschen schneller fahren. Yippie. Ah, das macht Spaß, Freunde. So muss das sein. Genau so. Oh, Achtung. Kurve. Nicht zu schnell. Ein bisschen bremsen. So. Wunderbar. Verkehr ist auch gerade wenig. Nicht viel los hier hinten. Cool. So, Kurve. Jawohl. Und da sind wir in Pexen. Wunderbar. Und hier vorne müssen wir gleich links rum. Ich glaube hier, ne? Jawohl. Oh, ist das mega eng hier. Eieieiei. Gut, heute bin ich faul. Ich stelle den mal hier hin. So. Und bremse rein.
Und dann würde ich mal eben hier die Abdeckung abmachen. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Zack. Einmal den hier. Flupp. Einmal den. Katsching. Und dann trennen wir das. Gut. So, bitteschön, eure Verpackungen sind da. Aufgabe erfüllt. Nach Jubelt Haus und Bau. Schwierigkeit Mittel. Ankunftszeit nach 2 Stunden 47 Minuten. Haltbarkeit 100%. Parkpräzision 5. Ruf haben wir bei denen 4,5 Sterne. Erfahrung 195. Zahlung 2235. Parkbonus 250. Season Premium gibt es immer noch. Krass. 558 macht 3043. Danke. Auftrag abgeschlossen. So, der hat keine aktiven mehr. Schade. Ich hätte gerne hier jetzt noch einen angenommen, aber ist okay. Wir steigen erstmal ein. Und gucken, was hier noch so in der Nähe ist. So, mal ein bisschen reinzoomen. Was haben wir hier? Körner. Okay. Wie komme ich da hin? Keine Ahnung. Die guten alten Körner. So, warte. Oh, guck mal hier, die haben hier sogar einen kleinen Camper. Hier machen die bestimmt immer Pause, ne? Oder ist das so eine Imbissbude? Lustig. Naja, solange da kein rotes Herz drauf ist, ne? So. Weiter geht's. Ja, fahren wir quasi einmal hier um den Block. Und holen uns die Körner ab. Lustigerweise wird der Auftrag noch angezeigt. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Warum auch immer. Hat das Spiel wohl noch nicht realisiert, dass wir das schon erledigt haben. So, einmal hier. Gut, stellen wir uns hier hin. Hier waren wir schon mal. Ich erinnere mich an diesen Ort. Und unser Kühler macht Probleme. Okay. Wollen wir mal eben schauen, ob wir den wieder hinkriegen. Okay, Kühlmittel nicht. Da. Gut, der hat auch viel aushalten müssen, ne? Durch den Winter. Der war nämlich sehr kalt. 125 Mechanik. Läuft. Einmal wieder runter. Gut. So, dann gehen wir mal hin und fragen mal, wie es denn aussieht hier mit Auftrag. Guten Tag. Jetzt bin ich umsonst hierher gefahren, oder wie? Du hast bereits einen aktiven, das stimmt gar nicht. Was erzählen die denn da? Mal hingucken. Ja. Hä?
Was war das denn jetzt wieder für eine Aktion? Ich habe doch den Auftrag abgeschlossen. Komisch. Hat irgendwie das Spiel nicht realisiert, dass ich den Auftrag schon erledigt hatte? Gut, dann... Von mir aus. So. Dann lass uns... Dann lass uns Körner fahren. So, einmal wieder raus. Kurbeln. Katsching. Und einmal hier. Den auch. Und einmal den. Gut. Handbremse lösen. So, und jetzt muss ich einmal hier mit dem riesen Lachs einmal drehen. Denn ich komme da sonst nicht durch. Jo, aber passt. Gut, dann hier. Und hier vorne wieder links. Da kommt nichts. Da steht die Polizei. Aber auch die stört uns nicht. Jawohl. So, 312 Meilen. Bisschen weiter als der andere Auftrag. Aber ist okay. Das passt schon. Einmal hier rum. Jawohl. Das sieht schon schön aus, ne? Wenn man das so sieht. Ah ja, doch. Okay, wir fahren auf jeden Fall zum Aurora Logistik Verteilzentrum. Ich habe gerade nicht im Kopf, wo das sein soll, aber passt schon. So, und hier haben wir wieder die Strecke, wo die 25 fahren. Deswegen überhole ich direkt. Schade, dass das immer noch so ist. Verstehe ich nicht, warum die das immer noch nicht patchen. Aber ist okay. Guten Tag. Wieder ein Kollege, der uns entgegenkommt. Der holt sich bestimmt jetzt auch Körner ab. So, wir fahren jetzt erstmal Richtung Süden. So, der bummelt hier auch wieder. Der wird direkt überholt.
So. Wieder durch die Baustelle. Aber kein Problem. So, Achtung. Hier müssen wir bremsen. Jo. Und weiter Richtung Süden. So, was steht da? Wieder Glen Ellen, okay. Alles klar. Ich glaube, wir fahren gerade die Strecke so wieder zurück, ne, wie wir hergefahren sind. So, hier ist die Tanke. So, wir kürzen ab, wir fahren einfach über die Tanke. Ha! So. Oh, guck mal hier. Sonne geht unter. Cool. Das ist ein richtig schöner Moment. Ich bin zu schnell, ne? Mist. Upsi. Hat keiner gesehen. Ja, da hinten steht auch die Polizei. Hab sie schon gesehen. Ortsausgang. Guten Tag. So. Jetzt dürfen wir wieder. Ah, das ist eine gute Strecke hier. Guck mal. Kannst du richtig schön auf die Tube drücken und fährst immer nur geradeaus. Oder fast nur. Ah, das ist schon geil. So machst du ordentlich Meilen, ne?
Naja, und es wird langsam dunkel. Uhr 3. Ja, ist okay. Wir sind aber auch erst gegen Mittag losgefahren, ja, oder kurz vor Mittag. Ist ja klar, dass wir hier jetzt noch ein bisschen im Dunkeln fahren. Wobei, so weit ist es auch gar nicht mehr. Es sind nur 133 Meilen, aber ich glaube, wir werden im Dunkeln ankommen. Oh, bremsen. So, was haben wir hier? Sutton Alpine, okay. Da auch wieder Pozilei. Dachchen. Und weiter geht's. Sehr schön. Schön bergab hier. Brauche schon fast gar kein Gas mehr geben. Gut, gut. So. Palma. Wir sind in Palma. Und rote Ampel, ne? So. Müssen wir kurz anhalten. Okay, der hält auch an, das ist gut. Um mal keine Angst zu haben, dass der uns hinten drauf fährt. Rüber. Oder? Ne, wir müssen links bleiben. Und wieder rot. Okay. Dann warten wir. Lecker Burger. Das wär's doch jetzt, oder? Zack. Direkt hier wieder runter oder rauf, je nachdem, wie man das sieht.
Jawohl. Wunderbar. So, was haben wir da stehen? Vasila. Alright. Freunde, gleich sind wir da. Müssen wir gleich runter. Schon mal Blinker. Jo. Und da sehen wir schon unseren Standort auf der Minimap. Hier waren wir auch schon oft. So. Die Ampel funktioniert anscheinend nicht. Gut, dann fahren wir hier rauf. Einmal so. Hier ist schon das Office, alles klar. Und hier können wir den Kram hinstellen. Das mache ich jetzt auch. So. Oh. Ups. Aber passt trotzdem. Lass mal einfach so stehen. Gut, dann einmal aussteigen. Einmal kurbeln. Zack. Kabel. Einmal den. Und der nächste kommt direkt hinterher. Katsching. So. Trennen tun wir das Ding auch. Steigen wir wieder ein. Beach. So, und dann holen wir unsere Belohnung, unseren Lohn quasi. So, schönen guten Abend, eure Körner sind da. Aufgabe erfüllt, Körner nach Aurora Logistikverteilzentrum. Schwierigkeit Mittel, Ankunftszeit 3 Stunden 15 Minuten. Frachthaltbarkeit 100%, Parkpräzision 5. Ruf 4,5, Erfahrung 206, Zahlung 2657, Parkbonus 250, Season Premium 664. Macht insgesamt 3571. So, Auftrag ist jetzt abgeschlossen. Das sieht gut aus. So, was hat er noch? Allgemeine Güter. Okay. Ja, der hat ein bisschen was im Angebot. Aber. Staffel 4 ist jetzt zu Ende. Das soll es gewesen sein, meine lieben Freunde. Da kann man wieder sehen, wie schnell die Zeit vergeht und wie fleißig wir waren. Jetzt liegt es wieder an euch. Schreibt es mir gern in die Kommentarbox unter dem Video. Staffel 5, ja oder nein. Und dann gucken wir mal weiter, ob es denn weitergeht. Im wunderschönen Alaska. Ich bedanke mich, ganz egal, wie ihr euch entscheidet, für eure Zeit, fürs Dabeisein, für eure Unterstützung, für die Däumchen, für die ganzen Kommentare, für die Liebe, die da immer kommt.
Vielen herzlichen Dank dafür. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Selberspielen und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö. Mit Ö.